Hey und Nakamas und willkommen zurück auf meinen Kanal. Und ja, ich weiß, ich habe mal wieder jahrelang keine Zeichnung mehr hochgeladen. Und das tut mir wirklich, wirklich leid. Und ja, ich hoffe, das wird sich auch bald wieder ändern. Ihr fragt euch jetzt, warum da im Titel steht Dong Zeichnen versus Zeichnen mit Sabo steht. Denn das ist nämlich ein neues Format, was Sabo und ich mir ausgedacht haben. Der Plan dieses Formates ist, dass die Zuschauer voten, welche Zeichnung besser ist. Und ja, das ist bei den Zeichnungen. Sabos Zeichnung sieht ihr auf seinem Kanal. Er war auch einer meiner ersten aktiven Abonnenten auf meinem Kanal vor 3 Jahren oder so. Und ja, wie eben gerade schon gesagt, es tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich schon wieder mal einen Monat lang mal wieder keine Zeichnung rausgehauen habe. Aber es liegt einfach an meiner Faulheit und an der Zeit und an meinen YouTube-Krams. Denn ein Dong-Video, ein Dong-Anime-Video, ist nicht einfach zu produzieren. Das dauert Monate, eine Woche für den ganzen Schnitt, für die ganze Aufnahme und so weiter. Und deswegen tut es mir leid. Und da ist sehr wenig Zeit für diesen Kanal hier mit drin und ja, das ist wirklich schade. Und es tut mir auch leid, dass das Video so kurz ist, aber ich werde ein bisschen mit meinem Commentary rauszögern, dann werdet ihr wahrscheinlich so ein paar Anime-Bilder im Hintergrund sehen, wie bei meinen anderen Anime-Videos. Ich plane also, aktiver zu werden, erstens durch das neue Format, zweitens wird das Kalenderformat wahrscheinlich unterbrochen und dazu kommen dann normale Commentaries, wo ich auch dann über die Themen spreche und nicht gerade über den Anime oder sowas, weil über einen Anime sprechen, das ist ein bisschen langweilig und ja. Also, um erstmal richtig aktiv zu werden, muss ich erstmal mich aufraffen, privat sehr viel mehr zu zeichnen. Ich wollte eigentlich heute rausgehen, aber das Wetter ist zu kacke dafür. Und ich nehme es einen Tag später auf. Also ich nehme es einen Tag früher auf, als ihr das seht, sehr wahrscheinlich. Ich denke, das wird sich erst nochmal 1, 2, 3, 4 Monate durchziehen, dass nur 1 oder 2 Videos kommen. Und deswegen, sorry nochmal, ich bin nun mal faul. Haut rein, Leute, und entschuldigt mich diese Kürze. Das nächste Kommentar wird mal wieder 30 Minuten sein. Freut euch drauf, haut rein, Leute, und Alter, oder länger sein. Wenn das Video, sagen wir mal, 40 Likes bekommt, wird das Video 40 Minuten, ne 50 Minuten, wird das Video, nächste Video 40 Minuten, 50 Minuten, so. So, haut rein, Leute, und Emma da, wow.